Servus zusammen, wir haben einen neuen Monat. Es ist der 1. Juni und wir haben 17.36 Uhr. Der DAX handelt bei 14.327 am Tagestief. Nichts Genaues weiß man nicht, das werde ich wahrscheinlich gleich auf den Thumbnail schreiben. Long ist eine Position, Short auch, aber die Seitenlinie ist auch eine Position. Also ich habe heute hier gar nichts gemacht. Ich konnte das hier irgendwie in keiner Zeiteinheit nennenswert greifen, muss ich ehrlich sagen. Und die Art und Weise, wie er gehandelt hat, das fand ich eher, ja, ich möchte sagen langweilig, eher kurios, sagen wir es mal so. Das ist der Tageschart, eine Kerze, ein Tag. Und da fallen mir jetzt nur so Kleinigkeiten auf. Das eine ist, als Widerstand habe ich hier den Bereich 14.600. Das ist so eine Make-or-Break-Line nach oben. Mit Ziel dann im Bereich 14.900, 15.000, 200 Tage-Linie, die ist ein bisschen weit weg, 15.088. Unterstützung habe ich zwei, die ich für wichtig halte. Das eine ist die hier bei 14.230. Ihr erinnert euch noch, wir sind mit dieser Kerze dran gegangen und dann wieder abgesoffen. Und erst diese Kerze hier am 26.05. hat alle drei rausgenommen. Und dann ging es ein bisschen weiter hoch. Das ist eine Unterstützung, tja, die können wir sogar heute noch am Mittwochabend sehen, beziehungsweise morgen am Donnerstag. Das wäre dann ein Back-to-Breakout. Darüber hinaus habe ich aber immer noch diesen Trendkanal hier eingezeichnet. Und der heutige Berührungspunkt wäre bei 13.993 gewesen und bei 14.010 liegt die 20-Tage-Linie. Deswegen habe ich immer so ein Kästchen eingemalt. Das wäre das Nächste. Wenn ich jetzt einfach mal ganz frech auch nochmal mit so ein paar Fibos rumspiele, passiert auch Folgendes, dass das 50er Retracement von der letzten Bewegung 13.364 hoch bis zur 14.589 liegt auch ganz knapp unter 14.000 bei 13.977. Wenn ich das hier sehe, was das MACD macht, lang, kurz, kurz, und auch die Stochastik, die hat noch nicht mal ein Verkaufssignal gegeben, ist aber dabei, eins aufzubauen, muss ich davon ausgehen, dass wir uns wenigstens mit diesem Bereich hier beschäftigen, also knapp unter der 14.000. Als nächste Unterstützung hätte ich dann diesen Bereich hier 13.871 runter bis zu 13.832. Ich sehe jetzt keinen Grund, warum wir jetzt den Nennenswert verlieren sollten, aber noch weniger sehe ich ein, warum wir das jetzt hier, diese Make-or-Break-Line oben bei 14.600 rausgehen sollten. Ich denke, man kann auch mal Pause machen. Also für mich ist hier richtungsmäßig jetzt gar nichts deutlich. Ich muss aber davon ausgehen, dass wir nochmal hier unter die 14.000 gehen. Auf Sicht von 4 Stunden. Denn das ist nämlich, der zappelt nämlich da so langsam rum und das ist enervierend. Wir sind über die Technik, zwar schon relativ tief, aber noch ohne Stabilisierung. Weder über den Oszillator noch über das MACD, gar nichts. Auch hier muss ich davon ausgehen, dass wir uns mit der 14.000 nochmal beschäftigen. Also sonst habe ich jetzt hier über die 4 Stunden auch nichts Besonderes, wo ich irgendwie sagen muss, ups, hallo, ich glaube in der Stunde ist es auch nichts. Das ist neutral, neutral. Da gibt es nichts. Also ich halte mich an diesem Maß fest. Ich möchte gerne wissen, wie er reagiert bei 14.230, diesem Back-to-Breakout, diesem hier. Rechne aber doch insgeheim damit, dass wir die 14.000 von unten nochmal sehen. Gerade eben hat auch zum Beispiel der Nasdaq mal in 1,5 Stunden, was war denn das? Das waren 250 Punkte abgegeben. Das geht dann recht schnell. Was mir auffällt, ist, dass die Rotation jetzt im DAX doch ziemlich heftig ist. Da werden mal 2 Tage lang die Banken hochgekauft, als gäbe es morgen keine mehr. Dann werden sie einfach fallen gelassen. Dann sind es die Versorger, dann will sie auch keiner mehr haben. Heute sind die 4 besten Werte die Autos. Würde mich nicht wundern, wenn die jetzt am Freitag wieder deutlich drunter stehen würden. Ich denke, es drängt sich hier, also mir drängt sich hier nichts auf, gar nichts. Wenn es so ist, dann mache ich auch nichts. Dann verpasse ich mal lieber einen Tag, aber die Zeit kann ich besser nutzen, als hier vor dem Bildschirm zu sitzen. Ich wünsche euch, ach so, warte mal, ich habe noch Scheine. Ach, guckst du hier. Die habe ich doch auch noch. Moment, das muss ich aber anders machen. Ich gehe über die Scheine mit euch in den Tag rein. Hier sind sie. Als Call, weil ich ja davon ausgehe, dass wir nochmal, ich mache das hier größer, dass wir nochmal, komm her, die 14.000 von unten sehen. Habe ich also folgenden ausgesucht. Das ist ein 13.634er. Da sind wir noch unter dieser Kerze hier. Da sind wir drunter. Das ist momentan Hebel
von 19. Hier steht schon 18, aber es ist einer von 19, weil die Kurse sind zwischenzeitlich noch mal ein bisschen gefallen. Das ist die KG09JM. Der kommt, wie gesagt, den schaue ich mir ganz genau an, wenn wir hier sind. Ja, sollten wir, was ich nicht glaube, über die 14.600 zwischenzeitlich gehen, werde ich mir auch einen nehmen, der rund 200, 300 Punkte höher liegt. Aber im Moment muss ich halt davon ausgehen, dass wir was ein bisschen fallen. Und als Put habe ich die 15.107. Damit sind wir etwas hinter der 200-Tage-Linie. Das ist im Moment ein 20er-Hebel. Das ist die GK2SCL. Tja, kann ich jetzt probieren, aber mir ist das hier alles zu, wie sagen die Engländer, murky, zu trübe. Ich muss da nicht mitmachen. Ja, und jetzt wünsche ich euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.